Die Sendung wird präsentiert von Swisslux AG, der kompetente Partner für intelligente Beleuchtungstechnik seit 1996. Der persische Poet Rumi schrieb, dass wir nur aus Lieben und Leiden lernen. Für mich ist das eine tiefe Wahrheit. In diesem Lernen dürfen wir uns selbst finden und somit auch zu einer Beziehung zum Himmlischen, zum Göttlichen, zu dem, was viel größer ist als wir. Mein Name ist Jens Böttcher. Ich bin Schriftsteller, Musiker, Lebensberater, Künstler. Ich schreibe und singe über die Abenteuer des Menschseins, über die Triumphe und Tragödien und darin immer über die Liebe. Ich versuche, der Sehnsucht Töne zu geben, Worte zu finden für etwas, das doch eigentlich nur in der tiefen Stille klingt. Aber das ist natürlich nicht alles, was ich bin. Ich bin so vieles. Ich bin ein Nonkonformist. Ich bin nicht normal, finde das aber ganz normal, weil ich glaube, dass keiner von uns normal ist. Ich bin ein Mensch, eine suchende, dabei stets gefundene Seele. Ich glaube an die Kraft der Liebe, die mich kennt, die mich trägt, die mich in sich birgt, die mein Zuhause ist. Das Königreich des Himmels, von dem Jesus so wunderbar spricht, ist für mich ein innerer Ort, der nach außen strahlen darf, wenn wir es erlauben. Ein Ort in unserem Herzen, an dem wir von Gnade umglänzt und in Liebe getauft sind. Herzlich willkommen. Wir sind hier an einem Ort, wo man so richtig einschnauft. Kultur und Konzertlegendäre, die Mühle Hunziken. Und ich begrüße jetzt den Jens Böttcher ganz herzlich. Danke, dass du gekommen bist. Vielen Dank. Wir haben schon einiges von dir gehört. Und du bist für mich ein Mensch, der sich nicht so schnell einordnen lässt, in keine Box passt. Da werden wir sicher herausfinden, ob du das auch so siehst. Und du hast gleich am Anfang gesagt, ich bin nicht normal, finde das aber ganz normal, weil ich glaube, dass keiner von uns normal ist. In welchem Alter konntest du das so formulieren? Oh, gute Frage zum Einstieg. Bin ich nicht sicher, wann ich das formulieren konnte, aber ich bin auf jeden Fall in den letzten Jahren, bin ich mehr und mehr zu dieser Erkenntnis gekommen, wie viel Schönheit auch darin liegt, nicht normal zu sein. Weil ich weiß gar nicht, was das ist, normal. Also ich glaube, wir alle haben so viel Facetten, so viel Farben in uns, so viele verschiedene Antriebe, verschiedene, geht ja schon los bei der Frage, wer bist du, wenn man sich vorstellt, ich bin Jens, ich bin was auch immer, Schriftsteller, Musiker oder Landschaftsgärtner oder Biberfellmützenzüchter. Oder ich bin der Papst oder was auch immer man ist. Ich bin Verkehrspolizist. Ich bin Mutter, ich bin Vater. Es grenzt das ja so ein. Wir verschweigen ja immer gleichzeitig auch ganz viel. Und ich glaube, diese Normalität, was ist das? Was ist normal? Für mich klingt das immer so, als würde man sich versuchen, in eine Schachtel zu pressen oder sich zu formatieren. Ich weiß nicht, ob Schönheit darin liegt, normal zu sein oder ob Schönheit nicht vielleicht eher da zu finden ist, wo wir unsere Individualität und unsere Stärken und die Schönheit des eigenen Seins vielleicht auch feiern und nach außen kehren dürfen. Warum bist du dann so in die Kunst reingekommen? Also ich meine, du schreibst, du singst, wenn du auf der Bühne bist. Fast jeder Künstler möchte irgendetwas ausdrücken, ein Lebensgefühl weitergeben. Was ist es bei dir? Ich glaube, ich habe mich immer, auch das ist Teil dieser Sehnsucht, glaube ich. Das mag nicht bei jedem Menschen so sein, aber ich habe mich ganz früh auch danach gesehnt, echt zu werden. Und die Kunst ist so ein wunderbares Werkzeug, ein wunderbarer Weg, da mehr und mehr hinzukommen. Also zu diesem Echtsein. Und dann, ich versuche aber auch das in meinem Leben, oder habe versucht, das in meinem Leben so zu synchronisieren, dass ich immer weiter aus Situationen rausgehen konnte, in denen ich mich nicht wohl gefühlt habe, weil ich nicht echt sein konnte. Habe versucht, mich immer mehr dahin zu orientieren, wo ich es mir selbst erlauben darf und wo es dann im besten Fall auch erlaubt wird. Und die Kunst ist dafür halt ein total gutes Mittel,
das zu, ja, das auszuleben. Aber wie gesagt, mir ist dieses Synchronisiertsein dann mit dem Rest des Lebens auch total wichtig. Und deswegen glaube ich, dass die Kunst in alles, was ich bin, in alles, was ich tue, das ist immer Teil davon. Und ich mag ja auch ich mag die verschiedenen Ausdrucksformen. Also, mal laut, mal leise, da hast du alles drauf. Genau. Ich liebe es zu schreiben, ich liebe es kreativ zu sein, ich liebe es neugierig zu sein, Dinge zu erkunden, Dinge zu erspüren. Und ja, ich liebe es, mit Sprache zu arbeiten, mit zu erkunden, zu erforschen, was in uns Menschen ist und was unter der Oberfläche ist. Also ich bin Oberflächlichkeitsallergiker. Das heißt, ich versuche möglichst immer zu Wesentlicherem zu kommen. Unsere Sendung heißt Der Punk-Poet. Du kommst ja auch so einzigartig daher, als wirkliches Original. Das finde ich nicht so schnell verwechselbar. Kannst du den Leuten, die jetzt nicht gleich so auf Wikipedia nachgeschaut haben, was eigentlich ein Punker wirklich ist, das mal definieren? Das ist ja die nächste. Ich kenne nur die Toten Hosen als das Punker. Ist ja, genau, das ist die Unmöglichkeit, ne? Also ich finde, ihr habt einen schönen Sendungstitel gewählt. Punkpoet ist aber ja eigentlich auch schon wieder eine Schachtel. Also es ist ja schon wieder der Versuch, etwas. Irgendwo müssen wir einen Titel machen. Genau, und genau. Man versucht, in Worte zu fassen, was in Worte nicht auszudrücken ist. Punk ist, glaube ich, auch, ich glaube, es gibt keine Definition. Wenn man wenn man Punk hört, denkt man vielleicht erstmal an Musik, an Punkmusik, aber für mich ist es völlig anders konnotiert. Aber das wird auch, wie es 8 Milliarden religiöse Systeme gibt, gibt es auch wahrscheinlich 100.000 verschiedene Interpretationen davon. Für mich ist Punk eher dann ein Begriff für, ein Synonym für vielleicht Eigenständigkeit, also Individualismus, zu den eigenen Stärken, zum eigenen Weg zu stehen. Vielleicht auch ein bisschen Provokation drin im Sinne von, ich pfeif drauf. Was ich auch tatsächlich manchmal, ich finde es manchmal ganz spannend, also auf wie Menschen reagieren. Also ich empfinde mich als ganz netten Kerl, so. Also ich, und wenn Menschen dann denken, oh, was ist denn das für ein komischer Typ, der hat einen Hut auf und schminkt sich die Augen und hat eine komische Frisur, dann denke ich so, ja, das ist aber vielleicht auch ein Einstieg ist eine Chance, sich zu begegnen wieder als Menschen. Eigentlich, vielleicht sind diese Vorwertungen, vielleicht sind die auch gar nicht so, vielleicht sind die nicht so kostbar, wie wir immer denken. Das machen wir fast alle, hä? Dass wir so Bewertungen haben, ganz bestimmte Bilder. Deswegen habe ich gefragt, was ist es für dich von der Definition her? Wenn ich an meine Geschichte denke, so Punk, ich habe früher auch Punk-Musik gemacht, als ich jugendlich war und junger Erwachsener war. Und dann, ich glaube, dass es so sinnbildlich ist auch, dass ich, als ich 3 Akkorde auf der Gitarre spielen konnte, habe ich eine Band gegründet und habe gedacht, diese 3 Akkorde reichen erstmal. Mhm. Es reicht erstmal, um Songs zu schreiben und reicht erstmal, um aufzutreten. Das ist für mich auch Punk. Also, dass man nicht versucht, sich zu perfektionieren. Das ist auch ein schönes Stichwort. Perfektion gibt es eh nicht. Werden wir auf überhaupt keinem Level als Menschen jemals erreichen. Und ich bin dann eher, vielleicht macht mich das zum Punk, dass ich dann einfach Dinge tue. Ist Perfektion nicht auch ein bisschen lebensfeindlich? Im Grunde schon. Ich weiß nicht, es sind so soziologische Prozesse, ne? Also warum wollen wir eigentlich immer uns optimieren und immer perfekt sein? Ich habe kürzlich mal, ich glaube, das habe ich in ein Tagebuch geschrieben, ich dachte, warum können wir es uns nicht genügen lassen, zu sagen, wir sind gerade so gut, wie wir sind. Das ist wahrscheinlich ein Riesenthema. Die meisten von uns möchten ja ein Stück weit sich das fast erkaufen, ihre Bedeutung, mit möglichst gut sein. Das ist ja auch okay irgendwo in einem, das ist ja auch so eine Spannung. Ja. Und das andere, denke ich, dann, wieso glaubst du, dass so viele Menschen eben doch normal sein möchten, um auf den Anfang zurückzukommen, dass sie sich ein Leben lang anpassen, um dazuzugehören und irgendwann mal merken, es ist so viel ungelebtes Leben. Ich kenne so viele Leute, die irgendwann mal sagen, ich hätte mich da nicht ständig zurücknehmen sollen, aber ich wollte nach oben kommen, und dann sind wir wieder beim Begriff des Normalen. Ich glaube, wir müssen uns auch gegenseitig ermutigen. Oder müssen ist auch so ein Wort, das ich eigentlich total ungern benutze. Ja. Ich glaube, so für mich ist das auch so, vom Müssen zum Dürfen zu kommen, ist ein ganz toller Weg.
Also wenn ich sage, ich muss irgendwas, sondern Erlaubnis zu finden, das zu tun, was man möchte. Und vor allem, ich darf auch versuchen, die Liebe zu feiern und zu in die Welt zu tragen und in Gesprächen zu suchen. Das führt uns ja auch zum Eingang des Gesprächs zurück. Ich habe eine Erlaubnis dafür. Und ich glaube, uns gegenseitig zu ermutigen, auch so das zu suchen, den Träumen nachzugehen, die in uns sind, das, was dahinter steckt, was du gerade sagtest, ist ja der Wunsch, möglichst friedvoll, strukturiert, angstfrei sein Leben zu gestalten. Also das heißt, den geraden Weg zu nehmen. Es scheint eine gute Idee zu sein, um halt nicht anzuecken, nicht unbeliebt zu sein. Aber trotzdem ist, glaube ich, der Wunsch darin, ist möglichst wenig Katastrophen im Leben zuzulassen. Apropos Katastrophen, du sprichst aber auch davon, dass du solche erlebt hast. Also du kennst das breite Spektrum zwischen Trennungsschmerz, Pleiten, auf Beziehungsebene, aber auch gesundheitlich. Da haben wir etwas Gemeinsames. Ja. Aber auch das erleben Menschen unterschiedlich. Wir beide haben einen Herzinfarkt erlebt. Ja. Du hast ihn so erlebt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, du warst allein zu Hause, bist in der Dusche zusammengebrochen. Das stelle ich mir ziemlich heftig vor, wenn du allein bist in der Situation. Ich war zum Glück nicht ganz allein. Ja. Was hat das im Nachhinein, dieser einsame Moment, was löst er heute noch für eine Erinnerung aus? Erstmal ist es so absurd, das zu sagen, aber abgesehen von dem überaus unangenehmen körperlichen Schmerz, den ich hatte, war das einer der großartigsten Tage meines Lebens. Klingt sonderbar, ist mir bewusst. Aber ich habe darin, weil ich war vorher schon tief in meinem Glauben, und das hat das für mich noch bekräftigt. Also ich habe, wie gesagt, soll ja jetzt nicht zu sehr ins Meta, auf die Metaebene kommen, aber ich habe da sehr, sehr starken Frieden gespürt. Und ich würde mal sagen, ich habe gespürt, was dann kommt. Und das war großartig. Ich habe den Eindruck, so ein Ereignis hat mich zum Beispiel dünnhäutiger gemacht auf der einen Seite und auf der anderen aber auch stärker. Mhm. Es ist ein Spannungsfeld. Ja. Ich denke, das ist das, was bei dir ja offenbar ähnlich abgelaufen ist. Wie hat sich das ausgewirkt nachher auf dein Leben, auf das Bewusstsein, wenn du morgen aufstehst, neuer Tag, neue Chance? Ja, also da, also die Konfrontation mit der Endlichkeit. Genau, am Anfang war das für mich auch, da fühlte ich mich wirklich fragil danach. Also das war eine gewisse Zeit der Unsicherheit. Aber insgesamt, jetzt zurückblickend, ich muss dazu sagen, ich bin ein langsamer Lerner. Also ich muss richtig auf die Nase fallen, um wirklich Dinge zu kapieren. Und nicht mal das, nicht mal eine so dramatische Situation hat bestimmte Dinge in meinem Leben so gerade gerückt, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich mal ganz viel anders machen, weil zu meinem Leben eben gehört, für die Kunst zum Beispiel zu leben. Und jetzt könnte man sagen, hättest du mal sein lassen müssen, weil das alles so anstrengend ist. Also ich hätte, im Grunde war da auch der Impuls zu sagen, mach mal ein bisschen ruhig und mach mal vielleicht nicht mehr ganz so, nicht so aufreibend und aufwendig das Leben. Aber das habe ich so nicht empfunden, sondern im Gegenteil, in diesem Frieden war dann auch drin dieses Gefühl und auch wieder diese Gewissheit, dass es schließt schon wieder so schön so einen Kreis zuvor hin. Also diese das, was den eigenen Weg einzigartig macht. Diese Gewissheit, dass ich das machen möchte, dass ich keine Zeit verschwenden möchte mit Dingen, die nicht zu meinem Weg gehören. Das ist ganz stark daraus erwachsen. Auf dem neuen Album von Herbert Grönemeyer gibt es ein Lied, dann sagt er, wenn mein Leben so richtig in Fahrt kommt und so und ich den Eindruck habe, das ist auch so etwas wie eine große Party, dann kann es sein, dass am nächsten Tag sich so etwas wie Tau über meinem Kopf legt und diese Melancholie des Lebens in mein Leben tritt. Und das spürt man zum Beispiel bei ihm als Liedermacher und bei dir sehr stark, diese melancholische Seite, die aber nicht etwas im engsten Sinn Depressives ist, sondern
Was ist es denn? Kannst du das erklären? Ich glaube, es ist also in meinem Fall ist das, glaube ich, eine grundsätzliche Lebenstraurigkeit, die immer wieder durchbricht. Also so würde ich das nennen. Ich würde es auch nicht Depression nennen. Eine Traurigkeit, die auch mit dem hadert oder versucht, mit dem umzugehen, was im eigenen Leben und auf der Welt nicht gut ist. Also immer wieder an diese innere Grenze zu kommen. Und ich finde Melancholie immer dann wunderschön, wenn auch Hoffnung in ihr ist. Also das unterscheidet wahrscheinlich Depression auch von Melancholie. Melancholie ist Schwermut, ist ein schönes Wort. Ne? Also wenn man, aber ich mag zum Beispiel auch selbst unheimlich gerne Kunst, die melancholisch ist, aber Hoffnung in sich trägt. Genau, dieses... Wo man sozusagen den Künstler auch abspürt, dass da Erfahrungen drin sind oder dieses Momentum von Lebenstraurigkeit erlaubt ist, wo man nicht so tun muss, als sei immer alles super und alles immer ganz heiti-teiti wunderbar, sondern man sagt, nein, wir Menschen spüren das gesamte Lebensbild und das zuzulassen und dann aber eben nicht sich zu verlieren in diesen Tälern, sondern dann auch wieder nach oben zu gucken und sich aufs Licht auszurichten. Das ist auch eine schöne Erkenntnis. Ich glaube, das Licht, also auch jetzt im geistigen, im spirituellen Sinne wahrzunehmen, ist ja so viel kostbarer, wenn man es aus der Dunkelheit heraus erspäht hat. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie du Zugänge schaffst zum Glauben, auch zu Gott, zu Gottes Bildern. Wenn ich an diesen Klavierspieler denke, der plötzlich Besuch von Gott bekommt. Ich habe gedacht, so eine gute Idee. Und es hat etwas mit mir gemacht. Also ich habe Gänsehaut gekriegt, ganz ähnlich wie beim Lesen zum Beispiel von Büchern wie Die Hütte oder so. Ganz andere Glaubenszugänge. Und dieser Gott will irgendwie ins Gespräch kommen mit dir und sagen, hey, ich bin da vielleicht doch ganz anders als Menschen denken. Wie bist du darauf gekommen? Ich glaube, es ist auch geboren aus diesem Gefühl. Also es war mir dann, das Buch heißt Der Tag, an dem Gott nicht mehr Gott heißen wollte, aus diesem Gefühl, dass wir immer wieder in dieses Religiöse fallen. Zum Beispiel auch in der christlichen Religionswahrnehmung, da gibt es immer die Einigkeit darüber, dass Gott in den Evangelien, in der Geschichte von Jesus, uns im Grunde diese Freiheit schenkt und Gnade und Vergebung und Erlösung, das, was wir vorhin hatten, da kommt dann immer ein Aber hinten dran. Also Gott ist Liebe, wesenhaft, steht da, 1. Johannesbrief, aber das heißt jetzt nicht, dass ihr alles tun könnt, was ihr möchtet. Hat ja auch gar keiner gesagt, aber es muss gesagt werden, es muss ein Aber angehängt werden. Und ich wollte einen aberlosen Gott darstellen, der einfach nur die Liebe ist und der die Gnade und die Vergebung und die Erlösung, die Freiheit darin wirklich so meint, also so wie ich auch den Gott in den Evangelien wahrnehme. Das war mein Bedürfnis. Wenn ich mir vorstelle, dass Gott die Liebe ist, dann ist das immer viel, viel größer als das, was wir annehmen würden. Ich glaube, es liegt unheimlich viel Kraft darin, von dem Wunder des Lebens auszugehen und davon auszugehen, dass wir alle wundervoll gemeint und wundervoll gemacht sind. Darin ist immer automatisch Hoffnung, darin ist immer automatisch ein Weg, ins Gespräch zu kommen. Darin ist Trost, darin sind all die wundervollen Worte, die ich mit der Liebe assoziiere. Wer mit dir ins Gespräch kommt, Jens, dann kommt immer wieder Gott vor. Auf verschiedene Art und Weise, mal ganz überraschend von einer anderen Ecke und so. Also du schaffst es immer wieder auch eine gewisse Irritation reinzubringen. Warum ist Gott für dich ein Dauerthema? Also Gott ist für mich ein Dauerthema, weil es ein Lebensthema ist, weil ich immer schon von früh an so eine Sinnsuche in mir gespürt habe. Weil ich im Grunde auch immer auf der Suche nach, ich glaube, ich wollte mich selbst finden, wahrscheinlich, weil ich mich selbst zurechtfinden wollte. Und ich habe immer schon diese Ebene in mir gespürt, dass es etwas gibt, was größer ist als ich, als wir alle. Wobei ich auch nicht finde, dass das so schwierig zu erkennen ist, weil ich finde, wenn man über eine schöne Blumenwiese geht oder so, dann oder durch den Wald geht, oder dann weiß man ja immer schon, dass da etwas ist, was mit einem selbst nichts zu tun hat. Also das sind so vordergründige Motivationen, aber ich glaube, das Eigentliche ist, dass ich eine tiefe Sehnsucht nach Liebe immer in mir hatte und auch eine tiefe Neugier
um Dinge zu erforschen und zu erkunden. Und Gott ist ein Riesenthema, weil ich glaube, mein persönlicher Glaube ist, dass Gott in allem ist, in allem, was wir tun, in allem, was wir lassen, dass Gott auch, ob man religiös ist oder nicht religiös ist, das verändert, glaube ich, Gott nicht. Also ich glaube, das Leben hat damit zu tun. Und deswegen beschäftige ich mich in der Kunst damit. Ich finde es auch hochspannend. Und da reicht natürlich unsere Sendezeit leider nicht aus. Auch wie du das zum Beispiel im Roman vom Herrn Sturm und die Farbe des Windes entwickelst. Dieser frustrierte Fernsehmann, der da einen Auftrag kriegt, ein Buch zu schreiben über die verschiedenen Seiten von Glauben. 12 verschiedene Gäste, die er da sozusagen einlädt, um über Glaubenskonzepte zu sprechen. Da gibt es immer wieder überraschende Zugänge und du zeigst eigentlich ein Riesenspektrum auf. Was bleibt von dem für dich persönlich, als gibt es so etwas wie einen gemeinsamen Nenner am Schluss? Ich habe das Gefühl, ohne das gut in Worte fassen zu können, dass es diesen gemeinsamen Nenner gibt und auch geben muss. Und ich glaube, dass das die Liebe ist und die Sehnsucht nach der Liebe ist. Was im Grunde dann eine ganz einfache Definition ergibt, weil wenn wir es akzeptieren, gegenseitig auch vielleicht im Diskurs als Konsens akzeptieren, dass Gott die Liebe ist, ist die schönste Vorstellung, die man haben kann. Ohne Aber. Einfach, dass das die Liebe ist, nach der wir uns alle sehen. Ich glaube, dass das uns Menschen alle verbindet. Ausnahmslos. Egal wer wir sind, egal aus welchem Kulturkreis wir kommen. Und die ganzen Interpretationen, die dann eben auch in alle möglichen furchtbaren Szenarien führen, Kriegsszenarien führen, Fanatismus, Fundamentalismus jeder Art. Das sind ja im Grunde wieder unsere Ängste, das falsch zu machen und die Ängste, wieder diese Angst, dazugehören zu müssen und so weiter. Aber wenn man das so vielleicht sich einigen könnte darauf, dass wir alle die Liebe suchen und vielleicht sogar alle schon längst gefunden sind in der Liebe. Ist es vielleicht auch ein bisschen, weil so sehr in den Kirchen betont wird, was wir alles da tun sollten und Schritte tun sollten und überhaupt, statt dass wir vielleicht mal zulassen, was schon geschehen ist. Absolut, genau das meinte ich. Geht's in die Richtung? Absolut. Ich habe in den letzten Wochen habe ich viel über Vergebung, also über die Tiefe des Begriffs und Bedeutung von Vergebung nachgedacht. Das ist absolut großartig. Dieses Konzept ist so großartig. Also das Vergebung bedeutet ja Erlass der Schuld. Und ich glaube, dass die Welt geplagt ist von Schuldgefühlen. Und wenn man jetzt zum Beispiel als Christ, wobei ich glaube, es ist auch andere religiöse Strömungen gibt, die sogar Vergebung ist ja jetzt sogar mittlerweile in der Psychologie und in der klinischen Psychiatrie ist das ein großes Thema, weil auch die Wissenschaft auf die Spur gekommen ist, dass das halt wirklich heilend, auch für seelische Krankheiten, dass es heilend ist, dem auf die Spur zu kommen. Sagen, Schuldgefühle haben eine unglaublich starke Macht. Und wenn man dann die christliche Botschaft mal so liest und sagt, die Schuld, das ist das, was ihr gar nicht mehr haben müsst. Ihr dürft euch der Freiheit zuwenden und der Liebe zuwenden. Das ist halt lebensverändernd. Und ich glaube, das sind alles so Dinge, die dann, egal wo du bist, egal in welchem Kulturkreis du lebst, das sind Dinge, die uns alle beschäftigen. Wir suchen alle Liebe und wir haben alle immer wieder auch Ängste, diesen Weg dahin zu gehen, weil es uns verletzlich macht. Weil wir ja auch alle schon so oft verletzt worden sind und alle enttäuscht worden sind und das eigene Herz wieder zu öffnen für diese kindliche, naive Botschaft, das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Bei dir spüre ich sehr stark auch, bei mir und bei vielen anderen Leuten auch, dieses Spannungsfeld. Einerseits dieser Gott, der ein Mysterium, ein Geheimnis ist und bleibt wahrscheinlich, und gleichzeitig nahe gekommen ist. In Jesus kommt er unglaublich den Menschen nahe. Also näher geht's fast nicht mehr, glaube ich. Wie erlebst du das in deinem ganz persönlichen Leben, dieses Spannungsfeld? Interessanterweise erlebe ich das nicht mehr so doll. Auch durch diese Zusammenbruchsgeschichten und durch das, was ich vorhin so eine Gewissheit nannte. Ich habe so manchmal so, vielleicht auch grundsätzlich,
obwohl ich mich wahnsinnig dafür interessiere und das auch gern darüber lese und gern darüber spreche und darüber schreibe und darüber ja, kommuniziere in jeder Art und Weise. Ich habe oft das Gefühl, dass das, was Worte nicht sagen können, dass da so ein Friede drin ist, der mir eine Gewissheit macht. Also ich muss bestimmte Dinge gar nicht mehr wissen. Also ich interessiere mich für ganz viel, aber das große Geheimnis Gott, ich glaube, die Akte kann ich schließen, weil, also ohne sie zu schließen, weil ich es natürlich nicht mache, aber im Grunde ist klar, dass ich die Antwort nicht bekommen werde. Also Gott ist in allem. Also aber was gibt dir eine Gewissheit, wenn es das so gibt, dass du, wenn du betest, dass dich einer hört? Ist auch lustig, wenn man ganz ehrlich ist, ne? Die Gewissheit gibt's ja nicht. Ich glaube, also ich nenne es immer so eine stille Kammer in meinem Herzen, also wo ich denke, dass gar kein, der Verstand nicht hinkommt und auch sogar die Seele mit all ihren Aufwallungen und Gefühlen und nicht hinkommt, sondern dass es ein Ort ist, wo nur Geist ist. Klingt auch vielleicht ein bisschen sonderbar. Also die Mystiker sprechen vom inneren Raum des Menschen. Genau, der innere Raum. Ich glaube, dass da etwas ist, was sich dem Wunsch sogar entzieht, die Antworten wissen zu wollen. Dieses, dass Gott antwortet und dass Gott sozusagen, mein Bild von Gott ist nicht so, dass der so ein Antwortautomat ist. Ich habe, musste ich gestern dran denken, ein ganz lustiges Beispiel auf irgendeiner Tour, eine lange Tour, bin ich am zweiten Tag aus dem Tourbus ausgestiegen und in eine Pfütze getreten und habe gemerkt, dass mein Schuh kaputt ist. Das heißt, ich hatte einen nassen Fuß und habe an diesem Abend ein bisschen spaßig, habe ich Gott gebeten, mir irgendwie einen Schuh zu schicken. Es war ein ironisches Gebet, aber ich habe trotzdem Gott adressiert. So. Mhm. Ich glaube auch, dass Gott auch Spaß versteht. Und statt einen neuen Schuh zu bekommen, war am nächsten Tag mein zweiter Schuh auch kaputt. Und ich musste. Okay. Und es hat viel geregnet und der Schuh war auch gerissen und so. Also das nur so als Beispiel für. Ich glaube, Gebete sind ganz oft auch etwas, was wir für uns machen, für unsere Seelenhygiene machen. Ich habe keine Antwort darauf, ob Gott in jedem kaputten Schuh ist oder ob das für Gott völlig wurscht ist, ob unsere Schuhe kaputt sind oder nicht. Ich kann für mich mit innerer, subjektiver Sicherheit sagen, dass dieser Gott existiert und da ist und nichts anderes im Sinn hat, als mich zu lieben und Liebe in die Welt zu tragen. Und war hoffentlich auch in diesem Gespräch. Ich hoffe auch. Bevor wir alle Geheimnisse und Schatztruhen noch öffnen dieser Welt, ich danke dir, Jens. Ich danke dir auch. Es war für mich auch sehr bereichernd. Vielen Dank. Es war sehr schön, hier zu sein. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anregungen haben, können Sie uns schreiben. RF Medien, Fenster zum Sonntag, 8330 in Pfäffiken oder ein E-Mail an tv@rf.ch. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Wieder schauen. Die Sendung wurde präsentiert von Swisslux AG, der kompetente Partner für intelligente Beleuchtungstechnik seit 1996.